So, herzlich willkommen zurück bei einem Festmenü, bei der Vorbereitung. Was eine tolle Beilage ist, ist natürlich unser Blaukraut. Jetzt im Winter haben wir unser heimisches Kraut, das versorgt uns mit allem, was wichtig ist für uns, ganz viele Vitamine, Ballaststoffe. Es bringt aber auch Farbe ins Essen und einfach Geschmack. Ich habe hier einen Topf vorbereitet und zum klassischen Blaukraut gehört natürlich das Blaukraut. Den größten Teil habe ich hier schon geschnitten. Es gehören Zwiebeln dazu, es gehören Äpfel dazu und es gehören Gewürze dazu. Von meiner Mutter habe ich gelernt, Blaukraut braucht 7 Gewürze. Wir haben Salz, Pfeffer, Zucker, Essig, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren und Nelken. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch Pimentkörner mit reingeben, aber das ist so das Gängige, was in das Blaukraut mit reingehört. Ich habe das Blaukraut hier im größten Teil für Sie schon vorbereitet. Ich nehme hier immer so meinen kleinen Multimixer dazu. Da kann ich die Scheibe oben einsetzen. Mache den zu. Der hat auch den Vorteil, dass man hier die Zwiebeln dann gleich mit rein verarbeiten kann. Für die Zwiebeln nehme ich mal einfach halbierte Zwiebeln oder auch geviertelt. Die Äpfel können Sie schälen oder können Sie nicht schälen. Sie sehen wenig hier, was ich mache. Die Zwiebeln sind schon geschält. Die kann ich jetzt hier oben einfach reingeben. Und genauso auch die Äpfel. Sie sehen, meine Äpfel sind nicht ganz so toll. Das ist aber auch das Schöne am Blaukraut, dass Sie hier alles verarbeiten können, was Sie vom Garten, von der Ernte übrig haben, was vielleicht nicht so gut lagerfähig ist. Ich schneide sie jetzt auch erstmal auseinander, dass ich sehe, was in der Mitte ist. Und dann gehe ich mit dem Schäler nochmal ran und schäle die weniger schönen Stellen ab davon. Meine Äpfel sind manchmal stippig, das heißt, wir machen keine Behandlung, sind also Bio-Äpfel bei uns aus dem Garten. Kein Pflanzenschutzmittel und auch keine Insektizide kommen hin. Und dann hat man halt solche Stellen, aber die können Sie in Blaukraut wunderbar reinverarbeiten. Und auch mit der Schale gern. Auch die müssen Sie einfach nur zerkleinern. Gleich haben wir es. Angehen tut es beim Blaukraut, dass Sie Fett erhitzen. Am besten vom Geschmack her ist hier natürlich das Butterschmalz. Ich gebe hier also etwas Butterschmalz hinein und man gibt dann die Äpfel und Zwiebeln mit rein dazu. Und was da auch immer gleich mit reinkommt, ist ein bisschen Zucker, denn der Zucker karamellisiert, auch die Süße von den Äpfeln karamellisieren und geben dem Blaukraut nochmal einen ganz guten Geschmack. Während das dann karamellisiert, werde ich noch das Blaukraut durchlassen. Ich habe also, wollte ich Ihnen auch noch zeigen, einfach Stücke schneiden und die von oben reinlassen. Wenn Sie natürlich keinen so Durchlaufschnitzler oder kein so Gerät haben, können Sie das auch gut von Hand schneiden. Das könnte ich Ihnen eigentlich auch zeigen. Also, ich habe jetzt hier das Fett erhitzt. Gib einen Löffel Zucker mit rein. Nebenbei werden noch unsere Rouladen fertig, wie Sie vielleicht sehen. Ja, der Zucker karamellisiert, das heißt, er wird braun, gibt einen wunderbaren Karamellgeschmack in unser Blaukraut mit rein. Und wir würzen ja dann auch mit Essig. Das heißt, um es abzurunden, haben wir immer ja, süß und sauer ergänzt sich da sehr gut. Ich warte also, bis der Zucker sich aufgelöst hat und karamellisiert ist und dann gebe ich erst Zwiebeln und Äpfel mit rein dazu. Sie müssen aufpassen, es kann schnell passieren, dass Ihnen das Karamell zu dunkel wird, also dann wird es bitter und das wäre schade drum.
Darum passen sie gut auf, bleiben hier und rühren. Es dauert immer, bis der Zucker bei der großen Hitze schmilzt und dann die Farbe annimmt. Sie sehen, es nimmt ein bisschen Farbe, ein kleines bisschen braucht es noch. Sie können das Kraut natürlich auch sehr gut von Hand schneiden. Ist auch kein Problem, wenn Sie keine Maschine zur Verfügung haben. Ich schneide es jetzt noch, dass es hier noch mit reinkommt. Sie sehen, Äpfel und Zwiebel sind glasig geworden. Und dann gebe ich nach und nach das Blaukraut mit rein, das ich vorbereitet habe, und dünste es mit an. So, geben Sie nach und nach das Kraut rein. Sie haben sich vielleicht vorhin gedacht, das ist aber eine große Schüssel, aber Sie werden sehen, das passt in den Topf gut rein. Blaukraut fällt ja auch zusammen. Spätestens auch dann, wenn wir das Salz drauf geben. Immer wieder gut mischen. Und wenn Sie sehen, Kraut ist immer ein bisschen unangenehm zum Arbeiten, gerade wenn man es geschnitten hat. Überall fliegen immer so kleine Krautteilchen rum. Auch da bin ich froh, wenn ich diese Arbeit vor den Feiertagen erledigen kann, wenn man mal Zeit hat und dann an den Feiertagen einfach auf den bewährten Vorrat zurückgreifen kann. Was ich jetzt hier verarbeitet habe, das ist ein großer Kopf Blaukraut. Ich mache es halt relativ oft, daher habe ich es im Gefühl, was in meinen Topf reingeht und was nicht reingeht. Und jetzt kommen wir schon mal zum Würzen. Wir geben also einen guten Löffel Salz mit drauf. Ich gebe Essig drauf dazu, auch ungefähr so 3-4 Esslöffel. Sie müssen es später einfach nochmal probieren dann. Zucker haben wir schon mit drinnen. Und jetzt kommen wir mal zu den übrigen Gewürzen. Und da habe ich auch einen Trick für Sie. Ich habe Lorbeer, ich habe Wacholder, ich habe Piment und ich habe die Nelken. Die lassen sich sehr gut mitkochen, wenn man die in so einen Teebeutel reingibt. Natürlich entwickeln sie noch viel mehr Aroma, wenn Sie die vorher im Mörser leicht anstoßen. Ich gebe das also hier in meinen Mörser rein, nehme den Stössel und zerstoße leicht. Dann kommt das Aroma besser raus und fülle sie dann so zerstoßen in so einen Einweg-Teebeutel, was immer ein bisschen störrisch ist, ist der Lorbeer. Sie sehen, so leicht angestoßen. Und jetzt verschließe ich ihn und mache einen farbigen Gummi außenrum. Den habe ich mir auch schon bereitgelegt, den gelben Gummi. Die sind ja lebensmittelecht, den können Sie mitkochen. Und hinterher können Sie Ihre Gewürze ganz einfach wieder aus dem Blaukraut herausfischen und beißen dann hinterher nicht auf Nelken oder Wacholderbeeren, was man vielleicht nicht möchte. Wenn Sie keinen Mörser haben, dann füllen Sie es in Ihren Teebeutel ein, nehmen einen Fleischklopfer, klopfen dann 2-3 Mal drauf. Auch dann sind die Gewürze angestoßen, Sie geben sie mit rein und es gibt einen tollen Geschmack. Ja, ich wende nochmal. Kommt dann immer drauf an. Sie müssen denken, jetzt ist ja unten das Karamellisierte auch mit drinnen. Jetzt füllen wir noch ein bisschen Wasser auf, geben den Deckel drauf und lassen es mal so 15-20 Minuten dünsten. Dann probieren wir, ob es okay ist schon, ob es weich genug ist oder ob wir noch ein bisschen Zeit zugeben müssen. Aber erst nochmal ein bisschen Wasser auffüllen. Ganz am Schluss verfeinere ich dann mein Blaukraut immer gern noch mit selbst eingekochten Johannisbeeren, Johannisbeergelee, Brombeergelee, was Sie haben. Ich nehme immer die Schüttel-Johannisbeeren, die ich im Sommer einkoche, das heißt eingekochte Preiselbeeren. Es gibt nochmal besonders fruchtiges Aroma und harmoniert sehr gut zu vielen anderen Gerichten.
Sie werden sich jetzt denken, was will ich denn mit so einem Riesentopf Blaukraut? Ich möchte natürlich, dass Sie auch Zeit sparen können und zeige Ihnen noch was dazu. Ich kaufe sehr gerne einen großen Topf Blaukraut und bereite den zu. Und wenn das Blaukraut richtig bissfest ist, also noch nicht ganz weich ist, dann schmecke ich es ab und fülle es mir in Gläser ab. Da können Sie alle möglichen Gläser nehmen, Einportionengläser oder das ist für uns zu zweit eine Portion. Sie füllen es ab, verschließen die Gläser und kochen sie dann bei 80 Grad circa 15 Minuten ein. Und dann haben Sie Blaukrautvorrat ja, die ganzen Feiertage über oder wann immer Sie das wollen. Genauso verfahre ich auch mit dem Sauerkraut. Es ist immer einfach für die Familie, wenn man ein fix und fertiges Sauerkraut zur Verfügung hat. Das ist immer mal eine gute Beilage und ein schnelles Essen. Und Sie haben eben nur einmal oder zweimal vielleicht den Aufwand mit dem Kraut kochen. Gerade im Herbst, wenn Sie die Äpfel im Garten ernten oder die Zwiebeln ernten und es sind eben welche dabei, die nicht so schön sind, wie wir es gerade gesehen haben bei mir bei den Äpfeln, dann sind die gut verwertet, sind auf einmal weg. Sie haben einmal eine große Aktion und ansonsten können Sie dann den Winter über von Ihren Vorräten zehren. Wir gucken dann, wenn das Blaukraut soweit ist, schmecken wir es ab und dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Wow!